Angelina by Monkey. Graupelkorn ist halt so die Everybody's Darling-Rebsorte und eigentlich ideal für Weineinsteiger, weil die halt wenig Säure hat und sehr schmeichelhaft ist und deswegen wird die häufig halt so von Nerds ein bisschen verpönt. Aber es ist eigentlich auch eine coole, unkomplizierte Rebsorte. Und jetzt bin ich mal hier drauf gespannt. Es ist in der Nase auch schon ein bisschen untypisch, weil es ein bisschen karger und verschlossener ist und nicht ganz so mega fruchtig. Aber es ist cool, es hat ein bisschen mehr so der kräutrige Touch. Und auch am Gaumen zieht sich das so durch. Wie gesagt, weniger Frucht, dafür ein bisschen mehr Kräuter und so. Ist cool, würde ich auf jeden Fall auch trinken. So, jetzt haben wir von Me and My Monkey, Monkey Republic, den Grauburgunder. Ich bin auch ein sehr großer Grauburgunder-Fan. Nicht nur Weißburgunder, auch Grauburgunder. Den kenne ich tatsächlich schon. Den haben wir am Food Friday zu asiatischem Essen getrunken. Schmeckt so leicht birnig, ein bisschen Schmelz. Aber trotzdem trocken, mag ich sehr, sehr gerne. Den würde ich auch schlucken. Und wie gesagt, passt sehr gut zu asiatischem Essen. Ich würde den allein schon mal wegen dem Etikett, würde ich ihn wahrscheinlich schon mal kaufen, weil das mich einfach anspricht. Nee, würde ich ausspucken. Wünsche auch nichts weiter mehr dazu sagen. Trifft leider gar nicht meinen Geschmack.